soll die Aufseherin finden und ich soll Sachen herstellen. Eine Waffe habe ich gerade schon hergestellt, also. Komm schon. Kopfbedeckung. Ach, das ist, weil hier bei dem Dings dabei war. Bei dem, boah, wie heißt das Dingen? Trientchina, ich habe keine Ahnung. Irgendein Wort, das ich nicht kenne. Ah. Mal direkt herstellen. Direkt mal angeben, so, hey, ich habe die Game Day One Edition oder was auch immer. Gefällt mir jetzt schon. Es geht, na? Hi. Okay. Haben wir nicht angegriffen, also. Was soll er denn? Wenn er mich nicht angreift, warum sollte ich den angreifen, hallo? Die greifen mich aber an. Okay. Greift mich immer noch nicht an. So, Level up. Automatisch oder? T. Alles klar. Cool. Aber nehmen wir das erstmal. Ich hoffe, man kann das irgendwie noch ändern oder so. Also, ich weiß es nicht. Boom. Gut. Ich nehme an, das ist jetzt situationsbedingt hier erstmal aufleveln. Wahrscheinlich jetzt ein riesiger Fehler gewesen, aber was soll's. Ja, ich komme. Ich meine, Nahkampf. Angriffe waren schon immer irgendwie voll überpowered in Fallout. Mit den richtigen Waffen. Also, so schlimm wird es schon nicht sein. Baseballgranate, was? Hab sie auch in Fallout 4 schon? Luca-Granate gibt's. In Fallout. So, sammeln. Muss ich jetzt Wasser hinzufügen? Kann ich das nicht machen? Nee, anscheinend nicht. Hey, was geht? Über den Baseballschläger. Ich nehme jetzt mal Handschuh. Green Country Lodge. Zombies. Kohle meine ich. Oder? Versucht irgendwie. Da ist irgendwas. Bossum. Oh, Kronkorken. Ich habe meinen ersten Kronkorken gefunden. Geil. Hallo. Warte mal, habe ich. Ah! Eine Taschenlampe. Stimmt. Bei mir. Ah, Seife zu essen. Was besteht Seife nochmal? Irgendwie aus irgendeinem Fett von irgendwas, ne? Irgendein Tier. Schweinefett oder irgendwie so. Oder Pferdefett, was weiß ich. Oder verweckt sich da gerade was. Ich habe ja gerade was gehört. Wo bist du? Was bist du? Bist du noch Possum? Ich habe schon ein Dutzend davon getötet. Pass auf. Man nennt mich auch den Opossum-Killer. Na, Strahlung.
Jim, da war ja was. Ah. Oh. Nuka Cola Quantum. Nuka Cherry. Okay, ich will eigentlich noch Geld mitnehmen. Okay, da ist noch was, glaube ich. Was war ein Reflex, habt ihr das gesehen? Die Hantel soll ich auf jeden Fall mitnehmen, ja. Du bist aber da, du fährst beim Rennen AP. Meine Lage ist, um dort nicht eingebrauchte Gegenstände zu bewahren. Ah. Alles klar. Aber ehrlich, das ist das Einzige, was das macht. Hier meine... Ich darf nicht mehr rennen, das ist das Einzige, was das macht. Nicht so gerade ein sehr großer Nachteil. Warum kam mir so eine bedrohliche Musik, als ich lang gemacht? Nein, Wiedergabe. Erstmal wieder an diesen ganzen Sachen hier gewöhnen, die ich hier machen muss. Holobänder direkt abspielen. Wo ist das jetzt? Nicht gut, dass die ja alle so sortiert sind. Heute sind die Arme dran. Drei Sets mit je 12 Wiederholungen. Also gut. Kurz und Curls für den Bizeps. Trizepsstrecker. Komm ich jetzt zum und Rückenstrecker. Bisschen mal Untertitel einstellen. Geräte gibt. Egal. Kopf hoch. Nur noch 8 Luxussärge mehr und sollen Backwoods zu erfüllen. Ich mal Flatwoods. Nicht einfach, wenn man die Aussehen verändern. Finanzielle Lage. Kann ich jederzeit machen? Cool. Ich sollte sie einfach an unsere chinesischen Freunde erinnern. Dann würde ich innerhalb von 2 Wochen im Flieger zu das Spiel jetzt schon. Sitzen. Dann wird es wohl Bank drücken heute. Schon wieder. Ich scheine ja nicht Dings einstellen zu können. Oder ich sehe es jedenfalls noch nicht. Ja, lass mal das. Für die Leute, die sich für die Story interessieren, die dann halt lesen können, wenn ich darüber laber, also. Was ich auf jeden Fall machen werde. Also ja. Soll ich dann irgendwann mal offscreen hier herausfinden. So, ich glaube, hier ist nichts mehr, also weiter. Was ist das? Leuchtender Pilz. Nehmen wir mal die strahlenden Sachen mit, ja. Klingt nach einer wunderbaren Idee. Bin definitiv noch so im Tutorial-Gebiet. Kann nicht sein, dass ich hier noch über keinen einzigen Spieler gestolpert bin. Ja, habe ich schon herausgefunden. Oh, geil. Aufseher-Logbuch. Flatwoods. Mein Gott. Hier ist niemand mehr. Die alte Kneipe. Die Kirche. Die Leute haben darin Schutz gesucht, aber jetzt sind sie fort. Mutationen hatten wir erwartet. Aber es gibt noch etwas anderes. Eine Krankheit. Ich wurde von etwas angegriffen, das... Naja... mal ein Mensch war. Aber es hatte diese grün leuchtenden Läsionen und seine Stimme wütend, gequält. Wir sind eins. Eins was? Was auch immer hier passiert ist, das hatten wir nicht erwartet. Und wir haben eine Menge erwartet. Bevor sie ausgelöscht wurden, nannten sich die Überlebenden Responder. Sieht aus, als hätte die Gruppe aus Feuerwehrleuten, Polizisten und Rettungskräften bestanden. Es gibt sogar ein automatisches System, das alles über das Aufbereiten von Wasser und Nahrungsmitteln sowie das Überleben lehrt. Ich muss mich an das Worttraining erinnern. Zuerst überleben. Ich lege ihre Tests ab und das sollten Sie auch. Es tut mir leid.
Ich weiß, dass es schlimmer ist, als wir gedacht hatten. Aber irgendjemand muss wissen, wo sich die Raketensilos befinden und wie man sie sichert. Die Responder sind unsere heißeste Spur. Wenn ich hier fertig bin, sehe ich weiter. Suchen Sie nach meinen Logbüchern. Ich gehe voraus und zeichne alles auf, was ich finde. Hier spricht die Aufseherin. Ende der Aufnahme. Die werden wir nie im Leben in diesem Spiel sehen, oder? Läuft das doch hier. Boah. Ja, das gucke ich mir jetzt nicht an. Das sind noch keine anderen Leute. Okay, dann gehe ich hin. Geschichte, was er denn? Wir nennen ihn nun den Großen Krieg. Er ist noch nicht lange her und die Zeiten sind hart. Dies sind die Geschichten von Überlebenden. Mein Name ist Dassa Ben Ami und ich bin Responder. Ich arbeite schon seit ein paar Jahren mit den Respondern. Ich stamme ursprünglich aus Charleston. Es war also nicht schwer, mich ihnen anzuschließen. Am schwierigsten war all die Arbeit. Appalachia aus Ruinen wieder aufzubauen, während sich mehr und mehr Überlebende um uns scharten. So viele sind gekommen und gegangen. Und mit ihnen ihre Geschichten. Ihre Namen sind längst vergessen. Ich dachte mir, wir sollten diese Geschichten irgendwie bewahren. Ich habe also entschieden, Leute darum zu bitten, ihre Gedanken und Geschichten aufzunehmen. Oder was auch immer sie der Zukunft anvertrauen wollen. Ich nenne diese Serie die Geschichten von Überlebenden. Ich fange mal selbst an. Ich war Doktorand für Anthropologie an der Voltec-Universität. Mein letztes Studienjahr. Ich druckte gerade meine Doktorarbeit aus, als ich die Sirenen hörte. Ich dachte, mein Vater, der bei Voltec arbeitete, könnte uns sicher alle mitnehmen, aber es wurden nur 2 Reservierungen gewährt. Weigerte mich mitzugehen. Also ging er mit meinem kleinen Bruder in den Vault. Sie konnten mich nicht umstimmen, so sehr sie es auch versuchten. Am Ende habe ich sie reingeschubst und das war's. Danach kehrte ich nach Charleston zurück und überlebte. Nach einer Weile wurden die Responder gegründet und ich habe mich gleich gemeldet. Es war wirklich hart. Die Flut hat uns sehr mitgenommen. Zum Flughafen Morgantown und jetzt nach Flatwoods überzusiedeln war. Nun, ich bleibe optimistisch. Das Leben ist schwer. Ich verstehe. Ich bin nun seit 2 Jahren oder so dabei. Wir haben Großes vor. Es gibt so viel, womit wir helfen können. Vielleicht können wir genug wieder aufbauen, um über die Runden zu kommen. Und bis dahin nehme ich weiter Geschichten von Überlebenden auf, wann immer ich kann. Wir sind eure Geschichte. Das war Dassa Ben Ami. Bis zum nächsten Mal. Wir sind zu lang bisher. Hallo. Das hat mich gebeten, was ich kurz, Kollege. Wie ich hierher gelangt bin. Sie bittet jeden darum. Also habe ich zugestimmt. Ich heiße Colonel und ich bin 13 Jahre alt. Ich will nur sagen, dass es mir leid tut. Es tut mir leid für alles. Die Bomben und die verrückten Leute und für die Kühe mit den 2 Köpfen. Ich war böse. Einfach böse. Ich habe beim Diktat geschummelt. Ich habe Chip Wilkins gegen Schienbein getreten, bis er geheult hat. Ich habe Chloe die Treppe hinuntergeschubst. Ich habe Löcher in alle Turnhosen geschnitten. Und in den Kartoffelbrei in der Cafeteria habe ich Klebstoff getan. Was ist mit dem denn los? Ich habe gesagt, dass ihm Muskeln wachsen, wenn er täglich 10 tote Fliegen isst. Und ich habe Nuka-Cola in die Trinkbehälter im Tierladen geschüttet. Und ich will nur sagen, dass es mir alles leid tut. Ist aber gestört. Mein Vater hat gesagt, wenn ich mich schlecht benehme, dann passieren schlimme Dinge. Die Aufseherin.
gesagt. Seit die Bomben fielen, habe ich Daddy nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich ist er gegangen, weil er böse auf mich ist. Ist schon in Ordnung. Ich werde jetzt nur noch gut sein. Ich bin noch nicht alt genug, um ein Freiwilliger zu sein. Aber Dasa meinte, ich könnte Nahrungsmittel und Wasser sammeln. Ich werde mich bessern. Versprochen. Und, Daddy, falls du das hörst, ich verspreche, dass ich kein böser Junge mehr sein werde. Also, kannst du bitte zurückkommen? Okay? Okay. Bis dann. Ich habe nichts gegen so ein bisschen Story und so, aber die sind ein bisschen zu lang, meiner Meinung nach. Fallout 4 waren sie auf jeden Fall nicht so lange, die ganzen Holo-Bänder. Was ja eigentlich nicht so schlimm ist, wenn man privat spielt, aber wenn man das alles aufnimmt und sich das alles anhören will und das Ding ist irgendwie 5 Minuten lang, dann ist es schon ein bisschen nervig. Weil fast ist jetzt nur wegen Let's Plays hier der Fall. Also. Mit etwas Glück was soll's. Und Verstand schaffen Sie es da. Ja. Mit etwas ich will mich Glück als Freiwilliger anmelden. Verstand schaffen Sie okay. Es da draußen. Wenn Sie im Freiwilligen bei einem betreten, sprechen mit Dasa Ben Army oder registrieren Sie sich an einen Selbstbedienungskiosk. Wieder ein Holoband gerade gefunden. Aufseher-Logbuch. Flatwoods. Mein Gott. Hab ich doch gerade schon. Niemand mehr. Was? Dies ist mein erstes Interview mit einer anderen Überlebenden. Kesha McDermott. Wir haben uns getroffen, als ich einen Nuka-Cola-Automaten aufbrechen wollte und sie mir eine andere Methode gezeigt hat. Kesha, kannst du uns erklären, wie wir sicher gehen können, dass unser Wasser... Was ist das denn? Ist gar nicht hier drin, boah. Trainingszwecken am besten nur an die Grundlagen. Wenn die ganze Zeit da drin rum, denke ich mir da, ich muss mich da irgendwie... Man muss Wasser finden und Typen reden oder so, aber nein. Dann kocht man es in einem Topf 1 bis 2 Minuten und lässt es abkühlen. Das sollte reichen. Wie Tee machen, oder? Hilfe! Bitte! Ich brauche Hilfe! Okay. Lass mich hier raus! Bitte! Bitte! Ich flehe euch an! Lass mich nicht zurück! Bitte! Wo bist du denn? Wo bist du denn, Kollege? Warte, ich will erstmal meinen Kuchen holen. Ja, ihr wollt Kron kaufen? Mein Erspartes! Ich sag euch, wo es ist! Geht zum Friedhof, hinter der Kirche. Das Grab ganz rechts. Stellt euch drauf. Einfach da hineinsprechen? Bin ich laut genug? Redet da mit mir, war das Gott? Hallo. Hallo? Was soll ich sagen? War voll laut, ey. Ist irgendwo hier gewesen sein. Hallo? Ja, erzähl einfach ein bisschen darüber, wie du hergekommen bist und über dein Leben. Das hier ist ein historisches Dokument. Leg los, Tabitha. Okay, also... Danke. Danke. Okay, habe ich da jetzt abgebrochen? Egal. Was Bestellung? What? Okay, machen wir mal hier. Ja, irgendwas hier erreichen. Alles erfahren. Der Krieg, die Bomben, mir ist eben erst klar geworden, dass das alles wirklich passiert ist. Jahrelang hatte ich wegen der Kids Halluzinationen. Das hat meinem Gehirn geschadet. Einen schlimmeren Trip kann man sich nicht vorstellen. Jedes Mal, wenn ich wach genug war, um nach Nahrung zu suchen, fand ich mehr Camps und
Ja, so ging es immer weiter. Der Wahnsinn war mein Gefährte. Edwards, suche ihren Auftrag, sollen sie stehen. Ohne die Responder würde ich immer noch herumziehen. In riesige Rattenkämpfen und in Müllhöhlen. Die Responder sind gute Leute. Der Arzt in der Kirche hat mir einige Medikamente gegeben, die sehr helfen. Es gibt auch eine Gruppentherapie und... ja, das ist gut. Das alles hilft mir. Hallo. Aber... halt. Ihr solltet nicht in die Berge gehen. Die Leute da... Kann ich irgendwo meine Quests sehen? Und dann macht ihr Sachen, die ihr eigentlich nicht wollt. Scheinbar ist jetzt noch diese ganzen Quests zu haben. Leuten wehtun. Ihnen wehtun. Es gibt so viele Camps da oben. Ich war zu lange dort und ich habe Menschen wehgetan. Ich konnte nicht richtig denken. Konnte einfach nicht. Schon okay, Tabitha. Weißt du noch, was wir in der Gruppe gesagt haben? Nimm dein Addicte und ruh dich aus. Denn es wird bald alles besser. Es ist okay. Wir sind für dich da. Ja, ich nehme es. Also, Dasha hat uns alle gebeten, unsere Geschichten für die Nachwelt zu dokumentieren. Mir ist gerade eingefallen. Der hat doch irgendwie gesagt, hinter der Kirche. Hi. Auf dem Grab, da soll ich mich draufstellen. Da sind Kronkorken. Irgendwie sowas hat der auch gesagt, ne? Ah, verdammt.